Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video, zum dritten Video jetzt schon in dieser Themenwoche. Und zwar musste ich einige meiner Roll-Ons neu befüllen, beziehungsweise wollte ich neue Mischungen ausprobieren. Und da habe ich euch einfach mal mitgenommen, die Kamera laufen lassen und nebenbei auch ein bisschen gequatscht. Und das seht ihr jetzt. So, und zwar zeige ich euch erstmal, was ich alles benutze. Und zwar sind meine Rohlinge. Da passen 10 Milliliter rein. Die verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Die sind so schön buntfarbig. Die machen auch was her. Und da kommen dann immer solche Plättchen mit, damit man die Kugeln oben natürlich lösen kann. Das hier ist das Körperöl, mit dem ich auffülle. Ich habe jetzt hier noch Lomi-Lomi-Öl. Es geht aber auch Mandelöl oder zum Beispiel auch fraktioniertes Kokosöl. Und einen hatte ich hier vorhin schon fertig gemacht, weil ich den unbedingt brauchte. Und zwar ist das ein Air Roll-On. Den habe ich gemacht mit diesem ätherischen Öl. Und zwar ist bei uns immer noch der Husten sehr präsent. Und er ist tatsächlich unglaublich gut, vor allen Dingen bei diesem Reizhusten. Also als ich vor ein paar Wochen so schlimm Husten hatte, konnte ich ja nachts nicht schlafen wegen dem Reizhusten. Und habe ich dann eher einfach diffus und konnte dann auch durchschlafen und hatte nicht diese Hustenattacken. Und bei den Kindern gebe ich jetzt eher zum Beispiel auf die Brust und neuerdings auch auf die Fußsohlen. Das habe ich mir empfehlen lassen, dass das auch sehr gut funktionieren soll. Dann habe ich hier mir schon mal vor einer Weile einen fertig gemacht. Hier ist Whisper drin. Whisper ist so die Mischung für die Frau und ich benutze das tatsächlich als Parfümersatz. Also es verbindet sich so mit deinem eigenen Körpergeruch über die Körperwärme und hat einen ganz, ganz tollen Duft. Also Whisper ist so einer meiner Wohlfühlgerüche. So, dann habe ich hier, das ist jetzt zum Beispiel nur ein 5 Milliliter Roller, die hatte ich auch mal gekauft. Das benutze ich für Öle, die wir nicht ganz so oft nehmen. Und da ist jetzt Zengest drin, beziehungsweise war da Zengest drin, den muss ich auffüllen. Und das können wir jetzt schon nochmal zusammen machen. Und nebenbei kann ich einfach ein bisschen was erzählen. Also Zengest ist das Öl für den Magen. Also ich persönlich nehme das zum Beispiel auch ein. Ich persönlich nehme Zengest auch ein, also so wenn ich ein Völlegefühl habe oder auch wenn ich Bauchschmerzen habe. Und bei den Kindern gebe ich das tatsächlich immer, immer, immer auf den Bauch, wenn die Bauchschmerzen haben. Und das kennen die dann mittlerweile schon selber, dann greifen die auch zu dem. Hier bei dem ist es jetzt einfach, weil der komplett anders aussieht als die anderen, weil der halt so blau ist. Und dann wissen die schon selbstständig, was zu tun ist mit Zengest. Wir haben das zum Beispiel auch benutzt, als wir alle Magen-Darm hatten, gegen die Bauchschmerzen und auch so, glaube ich, dass wir es dadurch besser und schneller im Griff hatten. Also Zengest, ich zeige euch nochmal das Öl dazu, das ist das. Und wenn ich solche Roll-Ons mache, wo ich weiß, die sind fast ausschließlich für die Kinder, also ich benutze die schon mit, aber die nutzen meistens die Kinder, dann verdünne ich die mehr. Also dann gebe ich nicht ganz so viele Tropfen rein, dann verdünne ich das einfach mehr. So, dann habe ich hier irgendwo ein Peppermint, ich hatte meinen Peppermint Roll-On gesucht und nicht gefunden. Ich muss aber einen neuen Peppermint Roll-On machen. Und jetzt mache ich mal so einen großen. Peppermint nutze ich eigentlich auf zwei unterschiedliche Art und Weisen. Aber erstmal muss ich zählen. Und das ist jetzt einer, den ich ausschließlich für mich mache. Das heißt, da kommt ein bisschen mehr ätherisches Öl rein. Die Kinder spielen im Hintergrund. Es könnte sein, dass ihr die ein bisschen hört. Unsere familiäre Situation hat sich ja ein kleines bisschen verändert. Und ja, deswegen muss ich auch im Moment viel arbeiten, auch wenn die Kinder sind, aber wir kriegen das eigentlich ganz gut hin. So, und wenn ich das Öl halt reingeträufelt habe, fülle ich das dann einfach auf. Dann vermischt sich das auch einfach gut. Ich hoffe, hier mein Trägeröl reicht noch für die ganzen Mischungen, die ich heute noch vorhabe. Mal schauen. So, was ich zum Beispiel auch fertig habe, ist ein Passion Roll-On, habe ich immer da. Benutze ich auch gerne als Parfümersatz. Ein Chia Roll-On habe ich zum Beispiel auch da. Den gebe ich mir gerne morgens direkt unter die Füße. Chia ist ja so eine Mischung.
die so eine belebende Stimmung hat. So, jetzt knallen wir hier noch einen von den Sticker drauf, damit ich auch weiß, dass das der neue Peppermint Roll-On ist. So, und jetzt erzähle ich euch was zu meinem Peppermint Roll-On. Den benutze ich zum einen für meine Kopfschmerzen. Also wenn ich so merke, dass so Kopfschmerzen im Anflug sind, gebe ich das direkt auf die Schläfen oder manchmal auch gerne so in den Nacken, weil das natürlich auch so eine kühlende Wirkung hat. Und damit ersticke ich dann meistens schon die Kopfschmerzen im Keim. Oder wo ich ihn auch sehr, sehr gerne benutze, ist, wenn ich einfach so ein Energietief habe oder gerade mal so einen Energiepusher brauche oder mich gerade mal sehr stark konzentrieren muss, dann nutze ich Peppermint auch sehr, sehr gerne, weil es dann so erfrischend ist und einfach so als Energiebooster. Und da gebe ich es dann sehr, sehr gerne auf die Pulspunkte oder auch mal hier so auf den Halsbereich. So, als nächstes machen wir einen Elevation Roll-On und ich fange erstmal wieder an mit zählen. So. Und Elevation habe ich relativ neu. Und zwar ist das so ein unglaublich tolles Öl, wenn ihr so Schwierigkeiten habt wie ich, mit dieser grauen Jahreszeit im Herbst, Winter, wenn ihr einfach da so Stimmungstiefs habt oder nicht motiviert seid, ist Elevation ein total tolles Öl. Da hat man gleich gute Laune, fühlt sich motiviert, hat einfach wieder Bock. Also das bringt euch die Sonne quasi trotzdem irgendwie nach Hause. Und diesen Roll-On mische ich mir aber, weil Elevation auch das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein stärkt. Und deswegen möchte ich mir als Routine angewöhnen, Elevation gleich früh morgens, und das kann man dann auch über den Tag immer mal wieder machen, auf die Fußsohlen auch aufzutragen. Und warum auf die Fußsohlen? Die Füße werden auch so als dritte Niere bezeichnet. Und von da aus gelangt das dann unglaublich schnell in den gesamten Körper. Von daher ist es immer sehr, sehr empfehlenswert, die Roll-Ons auf die Füße auch aufzutragen. So, können wir das eigentlich auch hier oben hinkleben. Kleben wir es jetzt mal hier hin. Das ist jetzt der Elevation Roll-On. Dann wollte ich noch einen machen mit wilder Orange. Und zwar auch aus einem sehr, sehr coolen Grund. Das hatte ich vorher auch noch nicht, einen Roll-On mit wilder Orange. Wilde Orange, sagt man auch so, ist die Sonne aus der Flasche. Ist eines mit der beliebtesten Öle. Ich glaube, ich werde es jetzt auch gerade aufbrauchen. Weil das schmeckt unglaublich gut im Wasser. Das ist auch so stimmungsaufhellend. Ich liebe auch die Kombination von wilder Orange und Pfefferminz. Das hebt unglaublich die Stimmung. Ist super motivierend. Also das morgens im Diffuser ist auch richtig, richtig geil. Und ich muss unbedingt wilde Orange nachbestellen jetzt die Tage. Und wilde Orange, warum ich mir jetzt diesen Roll-On mische, der ist weder für mich noch für die Kinder. Und zwar ist der für die Katzen. Die sind ja jetzt nicht so ein Herz und eine Seele. Ich hatte das schon mal erzählt. Das ist so wie bei Geschwistern. Die streiten sich auch gerne immer mal wieder. Und da haben die halt so Phasen. Und wilde Orange soll helfen. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe mir das nur sagen lassen. So verdünnt in einem Roll-On soll man den Katzen dann hinter die Ohren auftragen. Und das soll gegen die Aggressivität helfen. So, wo habe ich jetzt einen Aufkleber für wilde Orange? Und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Wo ist der Aufkleber? Hier. Das werde ich jetzt mal ausprobieren, ob das funktioniert und wie das so klappt, und bin schon sehr, sehr, sehr gespannt. So, was wollte ich heute noch mit euch machen? Die habe ich alle, genau. Zwei möchte ich jetzt noch machen. Und zwar machen wir jetzt zwei Mischungen, wo mehrere Öle drin sind. Da muss ich mich gleich sehr konzentrieren, weil ich zählen muss. Und zwar fangen wir mal mit dem ersten an, wo ich schon mal hundertprozentig weiß, welche Öle reinkommen.
Und zwar, jetzt muss ich mal kurz gucken, hier. Und zwar, wir machen jetzt von jedem Öl 4 Tropfen rein. Frankincense mache ich rein, das ist Weihrauch. Dann mache ich Copaiba rein. Copaiba ist auch mein Öl der Wahl bei Schmerzen, bei Entzündungen im Körper. Dann machen wir rein Zedernholz, Cedarwood, mache ich sehr, sehr gerne auch ins Badewasser. Das ist so erdend und entspannend, das liebe ich sehr. Dann Vetiver, ich liebe das. Das riecht so nach Wald und Natur und ist auch erdend. Und Eukalyptus geben wir noch mit dazu. Und von diesen 5 Ölen machen wir jetzt jeweils 4 Tropfen hier rein. Und das ist eine entspannende Mischung. So. Und ich liebe das, wenn man so wirklich die Kombination von den ganz vielen verschiedenen Eigenschaften dieser 5 Öle jetzt einfach in einem Roll-on mischen kann. Genau, da machen wir jetzt eine entspannende Mischung. Sowas liebe ich halt, ne? Wenn man dann so, okay, jetzt ist der Tag vorbei, jetzt lege ich mich auf die Couch und entspanne mich. Und um das Ganze einzuleiten, zu unterstützen, trage ich halt erstmal diesen Roll-On, zum Beispiel auf die Pulspunkte auf oder aber auch auf die Fußsohlen, einfach um das noch so ein bisschen zu unterstützen. Oder auch vor der Meditation. Oder wenn man mal einfach bei einer Tasse Kaffee oder Tee abschalten möchte und das noch so ein bisschen unterstützen möchte, finde ich das richtig gut. Machen wir uns jetzt hier also eine entspannende, eine sehr, sehr, sehr entspannende und auch sehr erdende Mischung. So, Vetiver, das dauert jetzt ein bisschen länger. Vetiver ist ein sehr, sehr zähflüssiges, dickflüssiges Öl. Das braucht dann auch immer ein bisschen länger, ehe sich so Tropfen aus dem Fläschchen lösen. Ich habe mal gelesen, man kann sich das dann auch einfacher machen. Na, heute geht es aber auch gar nicht. Man kann sich das so ein bisschen einfacher machen. Jetzt kommt der erste. Wenn man das dann irgendwie sich mit einem Zahnstocher wohl da so rausholt. Irgendwie. Jetzt löst sich der erste Tropfen. Das dauert jetzt ein bisschen. Der dritte und der vierte. So. Und das Ganze füllen wir jetzt wieder auf mit dem Öl. Und dann reicht es wahrscheinlich wirklich gerade so für die Roll-Ons, die ich machen wollte. Und die reichen wirklich sehr, 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 sehr lange. Also der Chia Roll-On, den ich fast täglich benutze, und auch der Pfefferminz, den ich wirklich fast täglich benutze, die reichen gut 2-3 Monate. Also das ist wirklich super, super, super ergiebig. So, jetzt suche ich mir noch die ganzen Sticker hier raus von den Sachen, die ich da gerade rein gemacht habe. Und zwar ist da jetzt drin Eukalyptus. Weil, da weiß ich dann wenigstens, wenn ich mir das wieder auffüllen will, was da alles reingehört. Eukalyptus war da drin. Frankincense, also Weihrauch war da drin. So, dann habe ich Vetiver reingemacht. Zack, was hatten wir noch? Cedarwood, Zedernholz, wo habe ich das? Da oben. Da oben. Und zwar diese Aufkleber hier. Dazu kann ich gleich nochmal was sagen. So, jetzt habe ich mir das hier so dran gebastelt. Diese Aufkleber hier, da stehen halt immer die verschiedenen Ölbezeichnungen drauf. Das nutze ich sehr gerne, wenn ich so kleine Probefläschchen fertig mache und verschicke oder verschenke zum Testen. Und für die Roll-Ons ist das halt auch ganz praktisch. So.
Und jetzt machen wir noch einen. Und zwar, das ist ein sehr experimenteller. Und zwar habe ich den Tipp bekommen, ach so, dann brauche ich hier nochmal Vetiva von hier drüben, habe ich den Tipp bekommen, Whisper, also diese Mischung für die Frau, mit Vetiva zu mischen, was ja was sehr Erdendes ist, also Yin-Energie, noch unterstrichen mit was Erdigem. Und ich soll mal ausprobieren, irgendwas Zitrusartiges da noch dazu zu mischen. Ich habe jetzt mal so ganz intuitiv mir Chia rausgesucht, Hinoki und Grapefruit. Und ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich schraube mir die auf, halte dann da mein Näschen drüber und gucke, welches von diesen Zitrusölen da jetzt gut dazu passen könnte. Meine erste Idee war Grapefruit. Gucken wir mal. Oh. Oh. Also ich habe ja schon, also ich habe erwartet, dass es gut wird, aber es riecht so, so geil. Also ich habe es jetzt mit Grapefruit erstmal getestet, das gefällt mir sehr gut. Jetzt nehme ich mal Hinoki dazu. Ah, nee. Bei Hinoki ist das Vetiva noch zu stark. Deswegen wollte ich auch dieses Zitrus noch dazu machen, sonst ist das Vetiva zu vordergründig. Ah, mit Chia ist auch geil. Aber mit Grapefruit, das hatte mir am besten gefallen. Deswegen mache ich jetzt jeweils 6 Tropfen von jedem da rein. Und ich nenne das dann meine Mischung für Mamas, weil ihr habt diese wundervolle Mischung für Frauen. Ihr habt was Erdendes, was wir sehr gut gebrauchen können. Und Grapefruit hebt die Stimmung. Das brauchen wir auch alle ständig. So, jetzt muss ich erstmal wieder zählen. Whisper ist auch ein bisschen dickflüssiger, aber nicht ganz so doll, wie das Vetiva vorhin war. So. Und da bin ich auch sehr gespannt. Also auf den... Ach, das Vetiva, es dauert jetzt wieder ewig. Also auf den freue ich mich tatsächlich sehr. Bin ich sehr gespannt. Und ich glaube, ich hatte noch nie so viele Roll-Ons im Einsatz wie jetzt, weil ich mir jetzt ein ganz paar neue gemacht habe. Und die stehen dann halt einfach da und... Also wie gesagt, ne, Pfefferminz, das benutze ich, ja, wenn es halt ansteht, wenn es dran ist, wenn ich es brauche. Und ansonsten benutze ich immer morgens einen. Das wird jetzt entweder Chia, Elevation oder der, den ich jetzt gerade mische, sein. Dann braucht man manchmal was Entspannendes. Oder dann halt Whisper oder Passion als Parfümersatz. Das mit dem Vetiva nervt mich ein ganz kleines bisschen. Das ist das einzige Öl, was ich habe, wo das so ewig lang dauert. Gero Pom ist noch so ein Öl, was überhaupt nicht aus der Flasche richtig gut rausgeht. Jetzt geht's los. Nummer 1. Wenn der erste raus ist, dann geht's ein bisschen schneller. 2. 3. 4. Also ich hoffe, dieses kleine Video, was jetzt so ein bisschen anders war als die anderen, die ich bisher gemacht habe, hat euch trotzdem gefallen. Ich einfach euch mal so ein bisschen mitgenommen habe. Das ist jetzt der richtige Deckel? Nein, doch. Einfach mal so ein bisschen mitgenommen habe, wenn ich hier meine Roll-Ons zusammenmische. So, und jetzt schnuppern wir nochmal an der fertigen Mischung. Oh ja. Perfekt. Jetzt fülle ich das hier noch fertig auf. Merke, Jule, du musst neues Trägeröl bestellen. So. Jetzt kommen hier noch die passenden Aufkleber drauf. Was hatten wir jetzt hier? Wir hatten Whisper. Zusammen mit Vetiva. Wo habe ich den Vetiva-Aufkleber? Vetiva, Vetiva, Vetiva. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder wie ist das? Wo ist denn Vetiva drauf?
Hallo, also jetzt bin ich gerade so ein bisschen blind. Ist nicht schlimm, also ich suche mir die. Ich suche mir jetzt die Aufkleber noch drauf, noch raus, die ich brauche. Hier ist Vetiva. Hat jetzt in der Mischung, jetzt ist mein Diffuser ausgegangen. Whisper, Vetiva und ich habe Grapefruit dazu getan. Wir jetzt also nur noch hier oben das Grapefruit. So, wunderbar. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Freut euch auf die noch kommenden Videos in meiner Themenwoche und wir sehen uns ganz bald wieder, nämlich morgen schon. Bis dahin. Tschüss.